Ja, jetzt bin ich natürlich noch entspannter als vorher auch. Ivan, du musst dich hier mit so Gelegenheitsjobs über Wasser halten in der Stadt, oder? Wie kommst du an Geld? Das ist unglaublich. Ich bin ein Koch. Du bist Koch? Ja. Hast du eigentlich? Ich wusste gar nicht über Kochen, aber dann, weißt du, in Berlin, Italiener sind immer Koch. So. Das war sehr einfach für mich, einen Job zu finden. Aber Im ja, es ist nur ein italienischen Job. Ja, Restaurant. Und macht noch Spaß? drei, vier Tage die Woche. Spaß ist ein Job, weißt du. Ich schaffe zur Arbeit. Aber Und so auf der Straße spielen hast du auch vor, ne? ja, aber hier in Berlin manchmal ist es zu kalt, auf die Straße zu spielen, weißt du. Da musst du ein bisschen. Ja. Okay. Was ist los? Guckst mich die ganze Zeit so an. Liegt das daran, dass ich die ganze Zeit rede? Ich wollte gerade sagen, ist ja bei uns in der Runde ganz gut aufgehoben mit dem keine Lust zu arbeiten. Auf jeden Fall. Ja. Ja. Man merkt, das geht hier heute extrem entspannt zur Sache. Ja, aber ich gehe jetzt davon aus, dass wir schon mindestens 13 Fans haben, die sich dann auch diese Sendung angucken, bis es dann bei der nächsten Sendung, wie heißt der nochmal, He-Man? Und seine Schwester, wie heißt die nochmal? Merkel. She-Ra heißt die. Nein, Merkel. Ach so, wegen diesem CDU-Wahlplakat Ja, oder was? das auf dem Plakat steht drauf. Wir haben die Kraft. Ah, okay, verstehe. Das, was der He-Man immer sagt, ne? Eigentlich schon, Ja, und sag mal. Jetzt habe ich vergessen, was ich fragen wollte. Vielleicht kann ich etwas sagen. Ja, auf jeden Schau mal. Alle die Italiener machen so. Ja, ich glaube, Maria hat das vor zwei Sendungen auch gemacht. Das ja, war ich ihre habe Mama das gesehen. Deswegen mag ich auch. Ja. Wolltest du das mit dem auf der Straße spielen wissen? Hatten wir das nicht geklärt mit dem auf der Straße? Du hast schon Ich vor auf der spiele nicht Straße. so viel auf der Straße, aber wenn du willst, können wir zusammen gehen. Sollen nämlich die Ja, Kongas. machen wir, ja. Warum nicht? Mit Wolf. Wow. Ich war auf der Straße mit Strom. Müssen wir irgendwo Strom herkriegen, eine ja. Laterne anzapfen Ja, oder eine so. Bank. Können Ja, wir das sicher. machen? Du musst Sparkasse. ja. Ich war in einer Rave-Party in der Ja, ist aber. Sparkasse. Zufällig auch wieder dieses Wochenende. Aber du bist auch gerade dran, neue Songs zu schreiben, ne? Ja. Endlich. Ich war ein Jahr total kaputt. Aber jetzt. Jetzt hast du neue Inspiration. Ja. Und also was? du meinst auch mit dem, du willst es ja diesmal anders machen, nicht so wie du die ersten Sachen aufgenommen hast oder daran gearbeitet hast? Ich habe eine Platte in meinem Wohnzimmer aufgenommen. Und dann jetzt, ich wollte eine neue Platte machen, aber vielleicht mit neuen Geräten, so etwas, ein 4-Tracks oder weißt du, etwas analog. Oder in ein Studium gehen, weil ich habe keinen Bock, diese Lo-Fi. Ich mag Lo-Fi, aber nicht das gleiche Lo-Fi. Nicht diese Computer-Soundcard-Sound. Kein Bock mehr. Ist okay so? Ich sollte so sprechen. Das ist bestimmt aufgezeichnet. Weißt du, was ich meine? Ja. Kaufen wir einen 4-Track und machen wir einfach, wie die Beatles gemacht haben. Geld? Meinst du? Ja, Geld machen, zwischendurch ist das mal in Ordnung, aber Geld verdirbt den Charakter, habe ich mir erzählen lassen. Vor 14 Jahren ungefähr. Oh Mann, weißt du, wir haben heute auch neue Kameraleute, so, die denken jetzt was von mir. Ich weiß nicht, ob die Sendung vorher schon mal geguckt haben, ich glaube, beim letzten Mal ging es so. Und beim vorletzten Mal war ich ja mies drauf, da kann nicht so viel passieren. Aber heute bin ich besonders gut drauf. Und ich bin auch total beeinflusst von der Musik. Und ich würde am allerliebsten einfach gleich den zweiten Song hinterher hören. So. Man muss die Leute auch nicht, man muss denen das nicht vorenthalten. Was.
was du so drauf hast, Ivan. Du brauchst auch gar nicht so bescheiden sein. Das mit den Beatles war schon... Okay, dann wie heißt der nächste Song? Nächste Song, Cold Black Monday. Ah, das klingt doch gut. So. Ich muss immer diese scheiße Tuning verändern. Kann man Scheiße sagen? Ja. Oh ja. Ich hab's schon gesagt. Okay. Ich hab das gerade gestern geschrieben. Ich hoffe, ich werde mich erinnern über den Text.